Damit herzlich willkommen zu dem, ich weiß nicht, wievielten Part, dem wievielten Video von diesem wundervollen Silvesterabend, von diesem fantastischen, garantiert wundervollen Video dieses Silvesterabends. Ja, wir starten sofort beim Turbo Dutch Live. Herzlich willkommen, Turbo Dutch Live. Starten wir, los geht's. Los geht's. Spitzenmäßige Anmoderation. Ja, heute zieht ein neues Mi auf die Insel. Ich wollte jetzt eigentlich ein Ratspiel machen und sagen, wer das wohl sein wird, wer da wohl kommen wird. Aber ja, ihr habt es eh schon im Thumbnail. Und wahrscheinlich auch im Titel stehen. Also, ja, herzlich willkommen auf dieser Insel. Und im letzten Part von Tomodachi Life in diesem Jahr, ja, im nächsten Part wird es wahrscheinlich nicht geben. Das ist relativ unwahrscheinlich, dass ich noch dazu komme, einen neuen Part zu drehen. Ja, Emma Watson. Bekannt geworden durch ihre Rolle als Hermine Granger in Harry Potter. Ja, was soll ich sagen? Ja, sie ist Hermine. Kann man so im Raum stehen lassen, oder? Wir begrüßen Sie direkt mal in Ihrem neuen Apartmentzimmer. Apartmentzimmer ist aber gedoppelt. Das geht nicht. Apartment oder Zimmer. Weil es geht nicht. Definitiv nicht. Ich vergesse alles ganz schnell. Schöne Dinge, aber auch hässliche. Vergesslich ist die Dame auch noch. Ah, so ist das also um sie. So läuft das bei ihr. Da erfahren wir ja Sachen, die wir sonst nie erfahren hätten. Na, hast du noch was? Hast du noch einen Wunsch, den ich dir erfüllen kann? Einzige, was ich jetzt als Klamotterie für sie hätte, wäre dieses Kleid hier. Also so Hogwarts Ball, so im vierten Teil oder halt so ein bisschen Schön und das Biest. Aber das Schön und Biest Teil war deutlich schöner. Das war so ein richtiges gelbes Kleid, so ein richtiges Kleid, was auch richtig am Boden fällt. Die Schöne und das Biest, richtig, richtig schöner Film. Also, ja, ist halt nichts Neues, aber ist halt ein Märchenfilm mit Emma Watson. Ja, das Biest ist aber auch sehr schön gelungen in dem neuen Disney Schön und das Biest Film. Was? Der Schöne und das Biest. Ja, so ungefähr. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich zu Emma Watson sagen? Das Mi habe ich eigentlich relativ nach ihr erstellt. Das ist, ja. Das Mi ist jetzt, sieht jetzt nicht sonderlich besonders aus. Das ist jetzt auch nichts Spezielles, aber ja, drückt halt irgendwie. Ja, ich habe es halt versucht, wie ich bei den anderen Mies auch versucht habe, das die halt irgendwie zu karikieren. Mies sind jetzt im Endeffekt doch irgendwie Karikaturen der echten Personen. Ja, was soll ich zu Emma Watson sagen? Ich mag Harry Potter, ich mag ihre Rolle in Harry Potter. Ich finde sie fantastisch in Die Schöne und das Biest, aber ja, sie wird ja oft, kann man ja so sagen, sie wird ja oft als Schönheitsideal gesehen und ich muss sagen, schön ist sie schon, also ich kann nicht sagen, dass sie hässlich ist, also dass ich sie nicht schön finde, aber ja, sie ist halt irgendwie, ja, ich sag mal so, das klingt jetzt ein bisschen scheiße, wenn ich das sage, aber sie ist ein bisschen zu perfekt und das ist so ein bisschen, ja, Hollywood, so ein bisschen Glanzglimmer, so ein bisschen, ja, ein bisschen zu viel Schönheit und so ein bisschen, finde ich eigentlich, ich finde etwas anderes schön. Was für ein Zufall, dass wir hier auf Chiara Bravo gelandet sind. Da kann man sich auch drüber streiten. Blackie, die ist hier vor allem in ihrem Weihnachtskostüm hier. Ich habe übrigens offscreen den Leuten ein paar Weihnachtskostüme gegeben. Da kommt schon Zombie, Weihnachtszombie in seinem Weihnachtskostüm. Ja, der schaut auch mal vorbei. Ich glaube, 6 habe ich gekauft, 1 davon habe ich dem Weihnachtsmann gegeben und 5 habe ich an die Bewohner verteilt. Ich habe ein, also mein Mi hat 1 bekommen, also beide Mies von mir haben Weihnachtsmann-Outfits bekommen. Zombie, seht ihr gerade, mein Weihnachtsmänner hier im Haus. Und Blackie. Ja, Blackie ist auch nicht ganz schön, das muss man ja natürlich sagen. Die ist sowieso die schönste. Was?
hat sich jetzt erschreckt, dass ich hier dass ich jetzt hier ein Kompliment gemacht habe oder was. Und war noch eh nicht ernst gemeint, Blacky. Na, dann wollen wir die beiden hier mal in Ruhe lassen. Scheint so aus, als würden die sich gerade befreunden. Falls die nicht schon befreundet sind. Also diese Freundschaft, also die muss wohl, also die kann ruhig entstehen. Also das kann ich durchaus zulassen. Schauen wir mal, wer hier noch unterwegs ist. Zombie, ja, der ist gerade bei Blacky, das wissen wir. Trump, nein, um dich kümmern wir uns nicht. Nein. Obama hat ein Problem. Der braucht etwas. Na dann, sag mal an, was willst du, was brauchst du, was hast du, was benötigst du, was fehlt dir? Moment, du bist das Ebenbild von Zwergenfürst Elbing, oder? Yes, I am. Bin ich. Der Zwergenfürst. Seine Majestät. Ja, Besuch, also von Staatsmann zu Staatsmann, zu jetzt nicht mehr Staatsmann. Ja, ich bin ja quasi ein bisschen voraus im Berg, also ich bin so ein bisschen, ja. Shit happens. Weißt du, ich habe etwas verloren, das sehr wichtig für mich ist. Ah, den Präsidentenposten. Oh, ich sollte mal von Barack Obama runterzumachen hier. Der hat es nicht verdient. Der ist gut. Der ist gut. Der war ein guter Präsident. Aber ich, Fürst, eher nicht mehr Präsident. Hash Badge. Ja, ich helfe dir. Ich helfe dir, weil ich dich gut finde. Ja, ich schau mich mal um, wer hier deine Sachen, wer deinen Präsidentenposten hat. Ich schaue mich mal um, wer hier den Platz, deinen Platz als Präsident dir weggenommen hat. Oh, GLP. Bei dem gucken wir auch gleich mal vorbei. Ja, an alle Leute, die jetzt das alles ernst nehmen, was ich jetzt sage. Ich spiele das nur. Oh, Let's Play Markus, bei dem gucke ich jetzt als erstes rein. Ich habe Merch von dir gekauft, Quatsch, nicht gekauft, geschenkt bekommen. Zu Weihnachten. Oh, für dich interessiere ich mich doch immer. Jetzt mehr Markus. Oh, komm, sag nicht sowas. Ich werde mich immer für dich interessieren. Du wirst immer mein kleiner Held sein. Gar nichts über Hetty. Was hältst du von Hetty? Hetty und du. Also ich sehe da absolut keine Verbindung zwischen dir und der NCIS Los Angeles. Direktoren. Nichts Besonderes? Oh, verstehe. Ja, wieso sollte? Naja. Zwergenfürst LP ist mein bester Freund. Oh, das ist das Schönste, was ich in den letzten Wochen gehört habe. Ich, der beste Freund von Let's Play Markus. Oh, das bringt mein Fanherz zum Schmelzen. Wie schön. Ein Ebenbild in echt. Der hat das leider nicht zu mir gesagt. Ihr merkt schon, ich bin heute ein bisschen auf Schauspielerei aus. Ich bin heute ein bisschen dramaturgisch unterwegs. Ja, Silvesterabend soll ja was Besonderes sein. Lust auf ein Spielchen? Mit dir doch immer, mein Freund. Ein Kartenspiel. Will er mich jetzt hier abzocken? Alte Jungfer heißt das Spiel. Okay, ich weiß, wie es geht. Zieht abwechselnd eine Karte. Wer zuerst ein Pärchen hat, gewinnt. Ja. Ein bisschen Pokern. Er macht bei beiden eine Mimik. Also, links, ich zieh links. Ja, gewonnen. War aber Zufall. Er hat bei beiden doof geguckt. Nächstes Mal gewinnt er. Glückwunsch. So, darf ich mir wieder was aussuchen. Ich bin mal heute edelmütig und nehme das Kleinste. Ein Kleeblatt, wenn das nicht was Tolles für das neue Jahr ist, wenn das nicht jetzt zu Silvester hat. Perfekt, also perfekt, da könnte ein Geschenk zu Silvester nicht sein. Glücksblatt, Glücksklee. Also, was soll ich sagen? Der Zwerg schläft schon. Zumindest sein Mii, also sein Ebenbild, der macht noch heftig Aufnahmen hier. Um die Uhrzeit steht oben.
Ja, ich weiß nicht, wann ich dieses Video online bringen werde. Aber ja, irgendwie werdet es ja schon sehen. Ihr wisst es gerade. Ihr guckt es ja gerade und könnt da nachgucken und gucken, wie es dann in den Uploads steht. Es steht ja immer Uhrzeit da. Uhrzeit und Datum, wann es veröffentlicht wurde. Oder steht das bei euch mit? Ja, das müsste unten in der ersten Zeile stehen, noch über der Videobeschreibung. Genau da. GLP, bei dir gucken wir auch nochmal rein. Oh, mein kleiner Freund mit Maske. Was hast du heute vor am Silvesterabend? Sagst du es mir vielleicht? Wäre so gern mit Dena befreundet. Mit Dena willst du dich befreunden? Ich wüsste nichts, was dagegen spricht, aber ja, da müsstest du, glaube ich, mal am UFO vorbeigucken und ja, vielleicht hast du das sogar schon gemacht, also das, man weiß es nicht. Also, da müsstest du dich erstmal aus deinem Haus raustrauen, mal dich zeigen und das wollen wir nicht, das willst du nicht. Also, ja, stell dich trotzdem mal vor, man kann es ja mal versuchen. Der DNR, der Felix von der Laden, der ist bestimmt ganz umgänglich und ja, kann sich mit einem GEP bestimmt auch mal befreunden. Ja, hat doch geklappt. Fantastisch. Dank dir konnten wir uns miteinander anfreunden. Vielen Dank. Immer wieder gern bei Freundschaften und Beziehungen, da helfe ich hier bei Tomodachi immer gerne mit. Da trage ich immer meinen Bestes mit dazu. Da helfe ich gerne mit. Über Kleinigkeiten mache ich mir so wenig Gedanken wie möglich. Wenn du meinst, wenn das so ist, da ist doch schon wieder abgehauen hier. Wo ist er denn? GP ist bei Dena zu Besuch. Ah, okay. Beim Felix schaut er vorbei. Ja, gleich mal befreundet, gleich mal sich treffen. So gehört sich's richtig. Die Bibi, wap, wap, baladidala, dieses Jahr. Auch ein Highlight. Die Blackie. Die hat ein Problem, da wollten wir ja mal reingucken, aber Zombie kam vorbei und da wollten wir sie nicht stören. Also schauen wir jetzt rein. Hast du Schluck auf oder was? Hast du Schluck auf? Ja, hast Schluck auf, da musst du dich mal erschrecken. Ja. Jetzt ist der Schluck. Na, wie geht's meiner Weihnachtseule hier? Ich habe Hunger. Ja. Flieg los und hol dir was. Schmeckt denn Eulen so? Enchant mal hier. Schmeckt dir nicht. Ist doch extra für Eulen hier, für Tiere. Das ist doch. Das ist extra vergammelt und stehen gelassen. Das ist. Ja, ich weiß, Eulen dürfen auch nichts Vergammeltes Essen stehen lassen, aber. Essen, die dürfen auch nichts Altes essen, aber ich dachte, da war bestimmt ein Wurm drin. Um diese Zeit des Jahres werde ich immer ganz melancholisch. Ach, ein bisschen in Erinnerung spielen ans vergangene Jahr oder was. Ein Jahresrückblick machen, ein bisschen an das vergangene denken und ein bisschen in die Zukunft schauen und ein bisschen sentimental werden zum Neujahrsfest. Machst du das so? Weihnachtsblacky. Ah, wundervoll. Weihnachtsblacky schläft schon. Geht schon so früh schlafen. Letzte kleines bisschen auf der Insel umgucken. Und ich nicht sprechen können gut. Fachgeschäft für Hüte und Mützen. Nein, wir wollten dahin. Zum Glücksbrunnen. Da gibt's Spenden. Silvesterspenden. Besuchen wir. Das verspätete Weihnachtsgeld ab. Nintendo, Weihnachtszwecki, ach, jetzt ist er wieder wach und spendet. Ah, zum Spenden steht er nochmal auf. Aber was, noch im Pyjama hier reingekommen. So, auch Let's Play Markus, du und die Spenden. Ja, komm, ein bisschen YouTube-Money abgeben. Dankeschön, ich bedanke mich. Vor der Money. Was zu schnabulieren. Krebs. Lecker, da können wir doch. Nee, ja, das ist ja super weihnachtlich hier. Die Weihnachtszeit ist ja noch nicht vorbei. Gekauft im Besitz 10 Kartoffelchips haben wir, Pommes Fritz haben wir und Tofu. Ach, Tofu. Blech. Lassen wir mal liegen. Na gut, ein, zwei Stück von Tofu können wir auch kaufen. 4 Stück.
für die Veganer unter uns und die Vegetarier. Ja, Veganer eher nicht, aber Vegetarier. Was ist denn so in Tofu drin? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie darauf geguckt. Ich habe noch nie Tofu so wirklich bewusst in Hand genommen, weil es ist widerlich. Ich mag es nicht. Also es ist widerlich, ist ein falscher Satz. Ich entschuldige mich dafür. Für manche mag es schmecken, aber ich finde es... Ich finde, mir schmeckt es nicht. Also ich esse nur, was mir schmeckt. Pommes können wir kaufen, das schmeckt. Ich sage mal, ich bin weder ein Fleischfresser noch ein Veganer noch ein Vegetarier. Ich fresse das, was mir schmeckt. Und ja, wenn du mir ein veganes Produkt auf den Tisch legst oder mir empfiehlst, mal irgendwie mal zeigst, wie man das bekommt, ein schönes veganes Produkt, was mir gut schmeckt, dann esse ich das. Ja, und Schnitzel, also Wiener Schnitzel hat mir bisher sehr, sehr lecker geschmeckt. Also Schweineschnitzel ist immer sehr lecker für mich. Also ja. Ich esse nicht Fleisch, weil ich ein überzeugter Schweinefleisch oder ein genereller Fleischfresser, Steakfresser bin, sondern es halt schmeckt, mir schmeckt es halt. Und ja, mir schmeckt auch manchmal so ein bisschen, bestimmte Käsesorten schmecken mir auch und ja, bestimmte andere Gerichte. Meine Lieblingsspeise ist, wie nennt sich, Spirelli mit Käse, Sahne, Champignonsoße. Das ist durchaus vegetarisch. Da hat nirgendwo ein Stück Fleisch drin. Ein Toban, ein Mini-Cowboy-Hut und ein Irokesen-Schnitt-Paprika. Flausch. Gekauft. Antik haben wir hier und Hobby. Bergwerten können wir uns natürlich nicht leisten, ist zu teuer. Ja. Ich fresse Leute, die mir vorschreiben wollen, was ich zu essen habe. Das mache ich. Das ist. Also, das finde ich generell oberste Scheiße, wenn man jemanden zu sagen meint. Sagen meint, was er zu futtern hat. Also, wenn jemand sagt, Veganer sind scheiße oder Vegetarier sind scheiße, die dürfen das nicht. Oder auch. Gibt es ja durchaus, also ich will ja nicht sagen, aber es gibt durchaus Leute, die vegan leben und dann die Fleischfresser verurteilen und sagen, die Bösen, die dürfen das nicht, die sind falsch. Natürlich auch, ja. Tolerant sollte man sein. Tolerant, ertragen sollte man die Leute. Darüber habe ich schon mal geredet. Paluten mit der NCRS-Direktorin freundet sich mit der Direktorin. Ja, das steht ihm zu Gesicht. Das passt zu ihm. Im Kaffee, wer ist denn da im Kaffee? Wer lungert sich darum? Jemand? Was? Niemand? Oh, was macht ein Black Metal Fan Lisa dort? Faut so ein bisschen ins Kaffee. Ein bisschen Spanner oder was? Ist aber niemand. Kannst du niemanden nachspannern? Kannst du niemanden stalken? Oh, jetzt hat sie mich bemerkt. Hat sie die Kamera bemerkt oder was? Die Kameraführung. Überwachungskamera in der Ecke. Die Nachrichten für heute. Hallo, ihr Nachträume. Willkommen bei der Nachträumen, ja. Du sagst es, Jimmy. Heute wurde auf Coffee Bay eine neue Rekordtiefsttemperatur gemessen. Oh, arschkalt draußen oder was? Gebäude, sogar die Luft. Einfach alles war gefroren. Es sah aus wie eine Silberstadt aus Eis. Natürlich ist das schön anzusehen, aber verlasst bitte nicht das Haus, wenn ihr nicht auch als Eisstatue enden wollt. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Das sind die Dinge, die das Leben erst interessant machen. Boah, erstmal Eisbahn gehen. Geschäftsidee, ja, kann man Eisbaden veröffentlichen, Eisbahnveranstaltungen machen. Da geht dran zu verdienen, Eintrittskarten fürs Eisbaden. Ja, da hat noch ein kleines Leutchen ein Problem. Um das kümmern wir uns natürlich.
Webvideopreis 2017 hat er gewonnen. Der liebe Herr. Der Herr vom Neo-Magazin. Hunger heißt, oder hattet ihr recht? Als Nahrungsmittel. Scheint ihm recht zu sein. Also, ich muss schon irgendwie sagen, Nahrungsweise, also was er gerne mag, hier Grillfleisch, Steak und Roastbeef, das ist schon ziemlich fleischhaltig, also schon ziemlich, ja, also ein Veganer ist der liebe Mann bestimmt nicht, was hier nicht reingehört, aber was soll's, dafür ist es da, dafür bin ich da, mal gerne drüber, über Sachen, die hier nicht reingehören, oder die Waldfee. Ist eine gute Freundin von dir, oder was? Das ist aber gut. Mit Grunk und dem lieben Birksman chillt der dort in seinem Zimmer. Seinem noch sehr ungestalteten Zimmer. Ja, danzt ein bisschen ab zur Musik. Weihnachtsbirgi ist auch angezogen wie ein Weihnachtsmann. Ja! Beenden wir diesen Part auch an dieser Stelle. Letzter Part, Tomodachi Live in diesem Jahr. Im nächsten Jahr geht's weiter. Da gibt's neue Parts von Tomodachi Live. Garantiert. Ich werde mich anstrengen, dieses Projekt mal zu Ende zu bringen. Es dauert schon etwas lange. Ja. Ich mal sagen, darum sollte euch dieses Video gefallen haben. Lasst doch ein Abo da, wenn ihr auf meinen Kanal seid. Und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfaster verpassen wollt. Dann letzten Satz von Mazet. Nein, der letzte war es nicht. Ich wünsche euch noch was. Es wird bestimmt noch ein Video hochkommen. Oder das ist das letzte. Also ich hoffe nicht, dass es das letzte Video. Es wird bestimmt noch. Also ich habe eigentlich was anderes. Also ich habe eigentlich noch was Besonderes dann also geplant für diesen Ende, für das Ende des Abend-Specials. Also nicht, dass das nicht besonders wäre, aber so was ganz Spezielles für den Abendsende, also für den Morgen dann gegebenenfalls. Ja, ich wünsche euch trotzdem jetzt noch ein schönes Restjahr. Ich hoffe, das kommt jetzt noch im 2017. Jahr. Ja, kommt auf jeden Fall noch im 2017. Jahr. Ich wünsche euch noch ein paar restliche Minütchen, ein paar restliche Stunden, wie auch immer. Habt noch eine angenehme festliche Zeit und man sieht sich im neuen Jahr oder halt im nächsten Video jetzt. Wie auch immer, in diesem Jahr noch. Haut ihr auf jeden Fall rein. Gehabt euch wohl. Und ja. Ciao, ciao.